Moin, herzlich willkommen in der Halzenbeker Fahrradwerkstatt. Uns gibt es ehrenamtlich seit 2015 und wir sind stolz, dass wir immer noch am Start sind und ganz viele Fahrräder schon repariert haben. Und würden uns freuen, wenn wir auch noch, Bernd ist da, Rainer ist da und auch noch zwei andere, die ab und zu mal dabei sind. Wenn noch jemand dazukommen würde und mit uns schrauben würde, wir wären sowas von glücklich und könnten noch mehr Menschen mit Fahrrädern glücklich machen. Ja, unsere Motivation ist eigentlich hauptsächlich, die Leute zur Mobilität zu verschaffen. Weil einfach normalerweise wird dran gedacht, an Essen, an Unterkunft, an alles Mögliche. Aber dass die Kinder zur Schule müssen und die Frauen zum Einkaufen, das wird nicht so richtig deutlich. Und da, meine ich, können wir gut unterstützen, indem wir im Grunde Fahrräder reparieren, mit denen diese kurzen Wege dann sehr einfach zu erledigen sind. Und die meisten sind sehr froh, dass dann eben nicht unbedingt ein Auto her muss, was in den meisten Fällen ja gar nicht geht, oder zu Fuß gelaufen werden muss. Das ist eigentlich die Hauptsache. Du kommst einfach zu uns mittwochs nachmittags 16 bis 18 Uhr im Juba 23, dem Jugendzentrum der Gemeinde Halzenbek in der Schule an der Beek, Bahnhofstraße 22. Und dann schauen wir, ob wir ein passendes Fahrrad für dich haben. Gar kein Problem. Wir nehmen eine kleine Gebühr für das Fahrrad. Es ist wirklich keine hohe Summe, weil wir wissen, dass die Menschen nicht viel Geld haben. Und bitten auch darum, ein Schloss bei uns zu kaufen, was wir auch für einen Selbstkostenpreis abgeben, sodass man im Endeffekt zwischen 15 und 30 Euro liegt und dann mobil ist. Wenn es kein Fahrrad gibt, nächste Woche wiederkommen, ist immer unsere Devise. Vielleicht ist dann eins da, weil wir neue Fahrräder gespendet bekommen haben. Ja, die einzige Bedingung eigentlich, um ein Fahrrad zu bekommen, ist, dass der Wohnort desjenigen in Halzenbek ist. Weil normalerweise ist es so, dass alle Ortschaften, Pinneberg, Schenefeld, alle drumherum eigene Fahrradwerkstätten haben und man sich die Bereiche ein wenig aufgeteilt hat. Und damit es nicht überhand nimmt und in einer Ecke eben zu viele Fahrräder nachgefragt werden, in der anderen keine, hat man sich geeinigt, dass man gesagt hat, okay, wir beschränken uns auf Halzenbek. Ja, natürlich. Also wir freuen uns eigentlich über jedes Fahrrad, was irgendwie reparabel ist. Ich muss sagen, dass wir nicht sehr begeistert sind, wenn wir Fahrräder bekommen, die nur noch Schrott sind, weil dann haben wir nur die Entsorgungsprobleme. Aber alles, was irgendwie zu reparieren ist, nehmen wir liebend gerne und wir sind auch der Meinung, dass man fast jedes Fahrrad wieder hinbekommt. Jeder kann bei uns mithelfen und das würde uns sehr freuen, weil wir dann tatsächlich noch mehr Leute wieder mobil machen können. Und wir sind ein echt lockerer Haufen. Es gibt was zu trinken, es gibt einen Kaffee und dann gibt es auch einen Schnack und einen Keks und dann läuft das. Und selbst wenn jemand sagt, ich kann euch unterstützen und nehme ein Fahrrad mit nach Hause und bringe es euch fertig wieder, auch das wäre für uns okay.